Hallo und herzlich willkommen zu unserem zweiten Podcast hier auf GamerCrew TV. Heute haben wir das schöne Thema Gamescom 2013. Ja, die Gamescom rückt immer näher und da es ja dieses Jahr für uns Gamer besonders interessant wird, möchten wir hier einfach mal auf die wichtigsten Infos für euch zurückgreifen. Die Gamescom wird am 21. bis zum 25. stattfinden, aber nur vom 22. für uns normallos erreichbar sein, da am 21. die Messe nur für Fachbesucher geöffnet ist. Eintrittskarten gibt es sowohl für den kompletten Dauer als auch für jeden einzelnen Tag. Wer aber schon von vornherein weiß, dass er über die gesamte Zeit bei der Gamescom sein wird oder sein will, sollte sich auf jeden Fall die Dauerkarte bestellen, denn da könnt ihr sehr, sehr, sehr viel Geld sparen. Für alle anderen gibt es im Ticketshop Tickets zum Vorbestellen oder bei Saturn. Die Preise liegen so zwischen 11 Euro am Donnerstag und Freitag bis 15 Euro für den Samstag und Sonntag. Wer vor Ort kaufen möchte, muss große Anstehzeiten in Kauf nehmen und zahlt wahrscheinlich 2-3 Euro mehr wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr gibt es auf der Gamescom natürlich wieder die Möglichkeit, komplett in Köln kostenlos mit dem Ticket rumzufahren. Und ja, wie immer findet das Ganze auch am Messeplatz 1 statt, also in der Köln-Messe. Wie ihr sicherlich schon gelesen habt bei unserer Gamescom News, werden wieder viele, viele bekannte Publisher vor Ort sein. Um nur ein paar zu nennen, haben wir Nintendo, Sony mit der PlayStation 4, Microsoft mit der Xbox One, EA mit sehr, sehr vielen neuen Spiele-Highlights. Big Point wird auch dabei sein, genauso wie Riot, Ubisoft und noch ganz viele mehr. Ja, durch die Veröffentlichung der PlayStation 4 und der Xbox One werden sehr viel mehr Besucher erwartet als im letzten Jahr. Also seid früh da, nachher kommt ihr sonst nicht rein, so wie beim letzten Jahr. Das war natürlich eine halbe Katastrophe. Ja, auch Nintendo möchte mit der Wii U neue Titel vorstellen und hat hoffentlich auch ein paar kleine Überraschungen parat. Wir freuen uns. Für alle, die auf Battlefield 4 warten, hat EA wahrscheinlich eine ganz besondere Überraschung für euch, denn es wird gegebenenfalls auf der Gamescom Anspiel sein, wenn auch mit 3-4 Stunden Wartezeit, so wie jedes Jahr. In jedem Fall solltet ihr auf jeden Fall etwas Proviant mitbringen, da die Preise vor Ort sehr, sehr überteuert sind und man natürlich nicht unbedingt für eine Cola 4-5 Euro zahlen möchte. Ansonsten ist die Gamescom immer sehr gut ausgestattet, es gibt riesige Anzahl an Toiletten, ihr findet an jedem Ausgang Geldautomaten und natürlich gibt es auch wieder den Gamescom Campingplatz, bei dem ihr übernachten könnt. Nun zu euch, welche Erwartungen habt ihr an den Gamescom? Werdet ihr vor Ort sein? Wir freuen uns auf euch, euer Jackie.exe. Bis dann.